10 Jahren. Ich bin seit 5 Jahren in der Navi tätig und versuche seitdem in der VSG einen Tarifvertrag zu erkämpfen, zusammen mit vielen anderen, der es uns ermöglicht, von unseren Löhnen auch direkt zu leben. Was uns antreibt, ist die Überzeugung, dass es eine Selbstverständlichkeit sein muss, dass es für gleiche Arbeit auch das gleiche Gehalt gibt. Sage und schreibe 15 Tochterunternehmen gründet, natürlich an einem eigenen Geschäftsführer. Das klingt für mich nicht nach einem Sparmodell, sondern nach Kostenschafferei, muss ich ganz ehrlich sagen. Außerdem finde ich das als betroffener Arbeitnehmer, als Steuerzahler, als Bürger und als Mensch ziemlich schäbig, dass man aus der Notlage von Menschen noch Kapital schlagen will. Denn nichts anderes bedeutet das, was hier zurzeit passiert. Man muss sich das mal vorstellen, wenn das Schule macht und auf jeden Einzelnen von uns zutrifft. Jeder von uns kann ja mal in eine Notlage kommen. Und dann liegt man dann auf der Straße rum, aus irgendwelchen Gründen, denkt euch was aus. Und dann kommt da irgendein Mensch daher und sagt, Hilfe, ist ja alles schön und gut. Aber das muss ich rechnen für mich. Also ich möchte in so einem Land nicht leben. Ihr vielleicht? Wir hatten vor einigen Wochen eine Podiumsdiskussion mit Herrn Polatz Ahren. Er hatte auch wieder dieses Steuersparmodell oder dieses Sparmodell, Töchter und alles so hochgehalten. Also ich verstehe das alles nicht mehr, denn gleichzeitig musste ich eine Woche später in einer großen Tageszeitung lesen, dass der derzeitig amtierende Senat 50 neue Stellen geschaffen hat für Staatssekretäre und Sonstiges. Warum erzählt man uns, man muss sparen und schafft aber Stellen für Politiker, was 2,5 Millionen Jahre kostet? Umgesetzt werden und dass die Leute endlich von ihrer Arbeit auch leben können. Weil zurzeit ist das nicht der Fall.